Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es auch an das Fahrzeug von Mr. Bean. Er muss sich natürlich auch frei bewegen können in der Welt. Und ich würde mal sagen, ab an Steuer und auf die Fahrbahn. Für so ein Mr. Bean Auto brauchen wir wie immer erstmal ein paar Blöcke. Bei unserem Auto würde ich mal sagen, beginnen wir erstmal mit den Rädern. Holt euch mal ein bisschen schwarzen Beton raus. Die Räder haben immer einen Abstand von einem Block zueinander. Nicht nur die Vorderräder, auch zu den Hinterrädern ist immer nur ein Block Abstand. So, jetzt machen wir so ein bisschen den Unterboden bei unserem Auto. Dann nehmen wir einfach mal glatte Steinstufen. Die können wir einmal auf der Vorderseite wie auf der Rückseite dann hier nochmal überstehen lassen. Wenn wir den Unterboden dann soweit drauf haben, geht es an unseren grünen Beton. Da können wir erstmal hier vorne drei platzieren. Dann können wir hier die Mitte einmal komplett zuziehen. Wieder die Rückseite und die Mitte machen wir auch nochmal zu und die können wir noch einmal auf eine zweite Höhe setzen. Dann geht es an unsere polierten, an die Siebtreppen, die platzieren wir mal über unseren Rädern. Das ist so ein bisschen der Radkasten, das machen wir nochmal auf der anderen Seite genauso über unseren Rad. Einmal zwei umgedrehte Treppen davon. Dann wollen wir uns vorne noch einen Motorblock reinsetzen. Ich empfehle einfach mal einen Schmelzöfen, kannst auch gerne andere Öfen nehmen, was dir da so ein bisschen gefällt. Dann geht es weiter mit den, ja, Glasblöcken. Ich würde euch mal türkise Glasblöcke empfehlen für unsere Fensterscheiben beim Auto. Einmal platziere ich mich auf der Vorderseite wie auf der Rückseite. Dann geht es an unseren Teppich. Ich würde euch mal sagen, machen wir auf der Rückseite erstmal grün, also hellgrüner Teppich. Dann machen wir oben aufs Dach auch nochmal ein bisschen hellgrüner Teppich. Und da vorne drauf machen wir nur an den Seiten hellgrünen Teppich und in der Mitte einfach mal schwarzen Teppich. Jetzt geht es an Gegenstandsrahmen, die wollen wir uns mal vorne platzieren. Nutzen wir natürlich dann für unsere Scheinwerfer. Um unser Mr. Bean Auto noch abzuschließen, würde ich euch einfach mal ein paar Steinknöpfe empfehlen. Die nutzen wir natürlich hier einmal für unsere Felgen beim Auto und auch für die Rücklichter können wir die nehmen. Fliegen ja wieder auf der anderen Seite, setzen hier auch nochmal unsere Felgen. Dann setzen wir uns noch so zwei Blinker auf der Vorderseite. Da würde ich mal euch einfach mal Akazienknöpfe empfehlen. Dann nehmen wir noch ein bisschen ein paar weiße Glasscheiben. Die sind natürlich vorne unsere Scheinwerfer. Dann machen wir uns natürlich hier noch ein paar Griffe für unsere Autotür. Und auf der Rückseite würde ich mal sagen, machen wir natürlich noch einen Auspuff ran. Einfach mit einem Zauntor. Ich empfehle euch mal Schwarzeichen-Zauntor und fertig ist denn unser Mr. Bean Auto. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit dem Fahrzeugtutorial. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und wir hören uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.